Hier kam gerade noch eine ergänzende Frage zu den Ethern. Warum findet man eigentlich so wenig über Dimethylether? Antwort ist relativ simpel. Die Ethylether hat einen Siedepunkt von 34 Grad Celsius. Eine Methylengruppe weniger sorgt dafür, dass der Siedepunkt unter Raumtemperatur geht. Damit ist es bei Raumtemperatur ein Gas und halt ja, teuer zu handhaben in Gasflaschen und als Lösungsmittel auch schlecht einsetzbar. Deswegen ist der Diethylether viel wichtiger als der Dimethylether. Kommen wir zum nächsten Thema, ein großes Thema, was uns eine Weile beschäftigen wird, nämlich Alkene. Alkene, da haben wir es mit einer solch planaren Einheit zu tun, es sei denn, dass es irgendwie verklammert noch und Ringspannung drin, sowas wie pyramidalisierte Alkene gibt es auch, aber das ist vielleicht Stoff für den Masterbereich. Jedenfalls hier zur Erinnerung, wie sind die Kohlenstoffe da hybridisiert? Das ist SP2-Hybridisierung. Zwei SP2-Hybridorbitale überlagern sich hier, bilden die Sigma-Bindung. Und dann haben wir noch die Überlappung zweier P-Orbitale, die die Pi-Bindung machen und die Sigma-Bindung und die Pi-Bindung, das ist das einfache Modell hier, sorgt dann für die CC-Doppelbindung. Wie so häufig beschäftigen wir uns zunächst einmal mit der Nomenklatur. Mal mit diesem Beispiel Alken. Auch hier, wie immer, zunächst einmal die längste Kette. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allerdings auch hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, auch danach. Die Ketten, also diese und jene, sind gleich lang. Also wissen wir schon, wir haben es mit irgendetwas mit Hex zu tun. Ein Hexen. Allerdings hat der Alkohol hohe Priorität, geht in den Stammnamen ein, nicht als Substituent, als Hydroxyverbindung, sondern im Stammnamen durch das Suffix -ol angehängt. Es handelt sich hierbei also um ein Hexenol. Und die Hydroxyfunktion hierfür sorgt also, dass das hier die Kette ist, die wir betrachten und hier die Zwei-Position ist, möglichst geringe Zahl für die Hydroxyfunktion, für den Alkohol. Das ist also Position 2, dann ist das 3, das ist 4, das ist 5, das hier ist dann 6. Das Olefin beginnt an der 4-Position, also schreiben wir hier eine 4 hin. 4 Hexen, 2 Ol. Gelegentlich bei komplexeren Verbindungen kann das vorkommen, dass man auch schreiben muss Hex-4-En. Naja, aber Sie merken schon, das klingt ein bisschen holpriger als dieses 4 Hexen, 2 Ol. Deswegen wird dieses auch so gewählt. Jetzt haben wir hier in der 5-Position ein Chlor sitzen, in der 3-Position Ethylgruppe und ja, das ist jetzt keine 1-Position Methylgruppe, sondern dieser Kohlenstoff gehört ja zu eben also der namensgebenden Kette. Also nur noch zwei Substituenten, Chlor und Ethyl. Also handelt es sich hier um ein eine 5-Chlor-3-Ethyl-Verbindung.
sind wir schon ein Stück weiter, also 5 Chlor, 3 Ethyl, 4 Hex, 10, 2 Ol. Jetzt haben wir aber noch jede Menge Stereoinformation da drin. In der 2-Position, Sauerstoff höchste Priorität, dann kommt die Kette, dann kommt das hier. Also gegen den Uhrzeigersinn haben wir also hier 2S-Konfiguration. In der 3-Position okay, also von hier überall Kohlenstoff, Kohlenstoff, Kohlenstoff. Dann haben wir hier aber 2 Kohlenstoffe dran sitzen. Bei dem hier haben wir zusätzlich aber einen Sauerstoff. Also sollte dieses hier erhöhte Priorität haben. Von dem zu dem zu dem im Uhrzeigersinn, also R. 3R. Tja, und jetzt sollte man sich die Frage stellen, sind wir jetzt mit der Erfassung noch fertig? Nein, es fehlt noch die Stellung der Doppelbindung. Ja, hier haben wir noch die Möglichkeit der Cis-Trans-Isomerie. Das müssen wir dann halt jetzt noch klären, was wir hier haben. Sonst ist der Name nicht eindeutig für diese Verbindung. Und hier betrachtet man die Substituenten genauso nach den Regeln von Kahn, Ingold, Prelog. Chlor hat die höchste Priorität, dieser Substituent, die zweithöchste. Dann kommt erst die Methylgruppe und schließlich hier der Wasserstoff. Da die beiden Substituenten mit der höchsten Priorität hier an der Doppelbindung auf der gleichen Seite sind, ist das Ganze cis-konfiguriert. Und das kürzt man entweder ab mit einem kursiv geschriebenen cis vorneweg oder meistens mit einem z für zusammen. Okay, haben wir also hier den Namen entworfen. Kommen wir zu Eigenschaften. Das ist jetzt auch Wiederholung. PKS bei Ethan ist ungefähr 50%. Quatsch, nicht 50%. PKS-Wert ist 50 und der S-Anteil ist 25%. Weil wir haben hier sp3-Hybridisierung. Aber je höher der S-Anteil ist, desto näher befindet sich eine Ladung am Kern. Und hier geht es um die negative Ladung der korrespondierenden Base, nachdem man halt deprotoniert hat. Also, Deprotonierung von Ethan recht schwierig, weil PKS-Wert von 50, aber das entsprechende Carbanion ist auch relativ gering stabilisiert wegen des geringen S-Anteils in dem Orbital, was das freie Elektronenpaar halt dann aufweist. Bei Ethen gewinnen wir gut 4 Zehner, gut 6 Zehner Potenzen an Azidität. 33% S-Anteil und so ein Alkin setzt an Azidität noch ordentlich was drauf. Da sind wir dann bei einem PKS-Wert von 25 und halt 50% S-Anteil. Stabilität von isomeren Butenen. Das Cis-2-Buten, das Trans-2-Buten und schließlich das 1-Buten. Stabilität lässt sich experimentell
ermitteln über die Hydrierwärme. Wasserstoff mit Platinkatalysator. Wir hydrieren zum Butan das jeweils auf die gleiche Weise und Hydrierwärme finden wir beim Cis-Buten 119,8 Kilojoule pro Mol, beim Trans-Buten werden 115,6 Kilojoule pro Mol frei und beim 1-Buten 126,9 Kilojoule pro Mol. Das heißt, bei der Hydrierung des 1-Butens wird am meisten Energie frei. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass das 1-Buten von diesen drei thermodynamisch am ungünstigsten ist. Und das Trans-Buten ist thermodynamisch am günstigsten. Okay, höher substituiertes Olefin ist günstiger als weniger substituiertes Olefin. Gibt auch Ausnahmen. Man darf es mit der Substitution halt auch nicht übertreiben. Ja, 4-Terzbutylgruppen, das Tetraterzbutylethen ist bisher noch nicht hergestellt worden. Wenn man sich hier ein Modell davon macht, das ist sowas von sterisch anspruchsvoll, dass sich das so rausdrehen möchte, ja, die Terzbutylgruppen möglichst weit voneinander entfernt, eine Verdrillung um 90 Grad, bedeutet ja schließlich für hier dieses Olefin, dass sich die P-Orbitale überhaupt nicht überlappen. Ja? Und wir hier ja auch dann nicht eine CC-Doppelbindung haben, sondern korrekter geschrieben wäre, dass wir haben hier ein Radikal, da ein Radikal. Und das ist der Grund, warum das bisher trotz vieler Versuche noch niemand hergestellt hat. Gespannte Olefine. Von dieser Verbindung wird auch die Hydrierwärme berichtet. ...272 Kilojoule pro Mol werden beim Hydrieren frei. Ja, und jetzt könnte man daraus natürlich abschätzen, was bedeutet das denn hier an Ringspannung? Mal abgesehen davon, dass wir natürlich hier noch die Zyklobutaneinheiten haben, aber einfach nur Ringspannung, die zusätzlich hier drin ist durch die Doppelbindung, dann ist das ungefähr 150 Kilojoule pro Mol Ringspannung enthalten. Die zusätzlich beim Hydrieren von hier nach da frei werden. Ja, weil wir ja im Bereich von 120 Kilojoule pro Mol sind für eine relativ normale C-C-Doppelbindung zu hydrieren. Herstellung von Alkenen. Da haben wir bereits recht ausführlich Eliminierungsreaktionen besprochen. Sollten dann zurück zu diesen Kapiteln gehen. Hier jetzt nur noch mal kurz zusammengefasst, was wir da schon alles behandelt hatten. E1 und E2 Mechanismus. Typische Eliminierungsreaktion mit einem E2-Mechanismus wäre diese hier.
in Konkurrenz zur Substitution Alkoholbildung wird hier auch deprotoniert, das Olefin gebildet. Und das ist klar E2, weil für einen E1-Mechanismus müsste ja eine Dissoziation der Kohlenstoff-Brom-Bindung eintreten. Und wie Sie wissen, würde das hier ja bedeuten, wir bilden ein primäres Carbenium-Ion und das ist alles andere als stabil. Ja? Hier passiert also die Reaktion, geschieht die Reaktion nach dem E2-Mechanismus. Hier dieses tertiäre Bromalkan mit Kaliumterzbutoxid. Da wissen wir so auf Anhieb nicht unbedingt, ist es nach E1 oder nach E2. Kommt auf die genauen Reaktionsbedingungen an, kann das eine wie das andere halt sein. Aber im Ergebnis erhalten wir hier aus einem beschriebenen Experiment 27% an dem thermodynamisch günstigeren Produkt, dem höher substituierten, 73% von jenem hier, thermodynamisch weniger günstig. Aber die sterisch gehinderte Base muss zur Bildung von diesem Produkt nur an der Peripherie angreifen, kommt da halt gut hin. Und hier diese interne CH2-Gruppe ist ein Stück weit abgeschirmt. So, Sie erinnern sich hoffentlich daran, dieses hier wird als Zaitsev-Produkt bezeichnet, mit welcher Schreibweise da konkret auch immer. Jenes ist das Hoffmann-Produkt. Wichtig bei der E2-Eliminierung ist, der Übergangszustand, der ja, stereochemisch schon festgelegt ist. Und zwar brauchen wir dort eine antiperiplanare Anordnung der Austrittsgruppen. Anordnung von H+, und der Nukleofugengruppe. Es ist eine Transeliminierung. An Syneliminierungen hatten wir auch Beispiele besprochen. Da seien hier nur die Namen nochmal erwähnt. Zum einen, wenn wir etwas ausführlicher die Hoffmann-Eliminierung durchgenommen, die in der Regel auch bevorzugt zum Hoffmann-Produkt führt. Und zudem noch die Tschugajew-Reaktion. Mit sogenannten Xanthogenaten als Substrate. Okay, Eliminierungsreaktionen, also gute eingeführte Möglichkeiten für die Synthese von Olefin. Weitere wichtige Methode ist die Hydrierung von Alkinen. Zum Beispiel diese Reaktion plus H2 und ein Katalysator. Dann können wir durchaus dieses Olefin synthetisieren.
Es kann natürlich nicht irgendein Katalysator sein, weil wir hatten ja gerade schon besprochen, dass auch halt solche endständigen Olefine sehr gut in einer exothermen Reaktion hydriert werden können. Also brauchen wir einen Katalysator, der dafür sorgt, dass selektiv nur Alkine hydriert werden und nicht auch noch Alkene. Dazu muss man dann den Katalysator, die Reaktivität des Katalysators ein Stück weit dämpfen. Und ein Beispiel, wo das hier läuft, ist der sogenannte Lindlar-Katalysator. Das ist Palladium, was in der Reaktivität mit Chinolin, koordiniertem, an der Oberfläche koordiniertem Chinolin, abgeschwächt ist und zudem noch mit Bleitetraacetat quasi ein Stück weit vergiftet worden ist. Ja. So, und dessen Reaktivität gemeinsam mit Wasserstoff ist so weit herabgestuft, dass halt die Reaktion der Hydrierung beim Olefin stehen bleibt. Später, wenn wir Alkine besprechen, werden wir auch noch sehen, dass diese Reaktion höchst stereoselektiv verläuft. Wenn wir ein Alkin haben mit zwei Substituenten dran, wird der Wasserstoff wird immer cis übertragen. Und das bedeutet, dass wir dann auch beim Z-Olefin landen. Weitere Methoden der Alkenherstellung. Hier auch schon in der Zusammenstellung erwähnt, ist die Wittig-Reaktion. Cyclohexanon plus eine solche Organophosphorverbindung mit fünfbindigem Phosphor, ein sogenanntes Ylen. Hier gibt es mesomere Grenzstrukturen, Ylit, Ylen, hatten wir auch schon mal kurz erwähnt. Das gibt dieses Exomethylen, Methylencyclohexan plus Triphenylphosphinoxid, eine Reaktion, die ausführlich zu Beginn von OC2 nochmal behandelt werden wird. Ebenfalls sehr wichtig in der Vorlesung OC2 wird es sein, eine solche Kondensation zu betrachten. Eine sogenannte Aldol-Kondensation, die basisch als auch sauer ablaufen kann. Hier Aceton lässt sich recht einfach kondensieren zu dieser Verbindung, dem Mesityloxid. Weitere Reaktion, die in OC2 ausführlicher vorkommen wird. Zweimal Cyclohexanon mit Titan in der Oxidationsstufe 0. Lässt sich Titandioxid abspalten. Und wir landen dann bei diesem reduktiven Dimerisierungsprodukt. Wichtige Reaktionen in der Olefinsynthese, die aber im Grundstudium nicht vorkommen, das ist die Heck-Reaktion.
typisches Beispiel aufgeführt. Ein Chloraromat oder Brom- oder Jodaromat plus ein Olefin, hier das Styrol. Wird mit einem Palladium-0-Katalysator umgesetzt in Gegenwart einer Base. Netto wird HCl eliminiert und eine CC-Bindung verknüpft zu dieser Verbindung, dem Transstilben. Für die Heckreaktion gab es vor nicht allzu langer Zeit den Nobelpreis. Auch für folgende Reaktion ein weiterer Nobelpreis. Die Olefin-Metathese. Hier wird ein Ruthenium-Katalysator als modernste Variante eingesetzt und als Zyklisierung verwendet. Ethen abgespalten. Das wäre das Produkt. Diese intramolekulare Olefin Metathese mit Ruthenium-Katalysatoren hat auch die Art und Weise geradezu revolutioniert, wie man an die Synthese verschiedener Verbindungen, Natur- und Wirkstoffe herangeht, weil die sehr gut, sehr zuverlässig funktioniert. Details und Mechanismen sind auch Stoff von fortgeschrittener Chemie im Masterbereich, Metallazyklobutane und so etwas kommen da als Zwischenstufen drin vor. Wir wenden uns nun Reaktionen von Olefinen zu, nämlich den Additionsreaktionen. Falls ich es noch nicht erwähnt habe, Olefine ist ein anderer alternativer Name zu Alkenen. Hydrierung hatten wir bereits besprochen. Ich hatte auch schon erwähnt, Hydrierung ist immer eine Syn-Additionsreaktion. Also stereospezifisch Syn. Heißt konkret, bei diesem substituierten Cyclohexen und der Hydrierung mit Platindioxid werden im Ergebnis sowohl Methyl als auch Ethylsubstituent auf der gleichen Seite des Cyclohexans landen. Gleiche Seite ist hier gekennzeichnet durch halt die Balken da, sollte aber hinzufügen, dass dieses Produkt natürlich racemisch ist, weil der Wasserstoff wird Syn übertragen von der einen oder anderen Seite mit der gleichen Wahrscheinlichkeit. Es wird natürlich auch an Hydrierkatalysatoren gearbeitet, die chirale Liganden tragen, um dann eine solche Hydrierung dann zu selektiv machen zu können. Und da hat es auch schon eine Menge Erfolge gegeben. Das ist auch bereits recht weit fortgeschritten. Zu einem chiralen Produkt gelangen wir natürlich, wenn wir von einer chiralen Verbindung wie dieser hier ausgehen, einem chiralen Naturstoff, dem Karen, Hydrierung
wird hier von der sterisch weniger gehinderten Seite eintreten. Und das ist natürlich die Seite, die diesem Dimethyl-substituierten Cyclopropanring abgewandt ist. Heißt also, dass dann die Methylgruppe auf die gleiche Seite gedrückt wird, wie eben also hier der Ring bereits ist. Das ist dann das thermodynamisch ungünstigere Produkt. Heißt also, dass wir es hier mit einer kinetischen Produktkontrolle zu tun haben. Funktioniert offenkundig extrem gut mit 98% Ausbeute. Ein wichtiger und interessanter Bereich. Ist die Addition von Verbindungen HX an Olefine hier zunächst besprochen die elektrophile Addition. Radikalische Addition von HX müssen wir uns auch noch mal näher betrachten. Simples Beispiel. Und hier bleiben wir einfach beim HX, um das allgemein zu halten. Allgemein gilt, so ein Olefin wie Propen wird protoniert im Gleichgewicht. Und zwar selektiv hier an diesem Terminus, damit ein sekundäres Carbenium-Ion entsteht. X- als Gegenanion. Und das macht nun die Bindungsbildung als Nukleophil hier mit dem elektrophilen Zentrum zu jedem Produkt. Gleichgewichtsreaktion. Am Ende landen wir hauptsächlich auf dieser Seite. Wenn wir das bei moderaten Temperaturen durchführen. Ja, und was ist jetzt hier nun passiert? An dieser Stelle hatten wir einen Wasserstoff am Olefin. Dort hatten wir zwei Wasserstoffe. Wo mehr Wasserstoffe sind, kommt noch, wo bereits mehr Wasserstoffe sind, kommt noch ein Wasserstoff halt hinzu. Das ist im Prinzip die alte Markovnikov-Regel. Also die Markovnikov-Regel in der alten Version, in der ursprünglichen Version, wo mehr Wasserstoffe sind, kommen halt noch mehr hinzu. Die moderne Version nimmt halt die mechanistische Erklärung hinzu, dass eine Additionsreaktion an einem Olefin gemäß Markovnikov über das stabilst mögliche Carbenium-Ion als reaktive Zwischenstufe erfolgt. Und das sekundäre Carbenium-Ion ist bei weitem stabiler als das primäre, was sich bilden würde, wenn wir hier protonieren und da halt dann die kationische Ladung lokalisieren würden. Das Produkt, was der Markovnikov-Regel folgt, wird dann auch als das Markovnikov-Produkt bezeichnet.
diese Verbindung in den addiert HCl, das als Gas eingeleitet wird. Reaktion, die bei 0 Grad Celsius schon sehr gut abläuft. Das Chlor landet selektiv hier an dieser Position, nicht dort. Im Prinzip könnte ja nach der alten Markovnikov-Regel das eine oder das andere eintreten, weil an beiden Zentren ist jeweils nur ein Wasserstoff. Aber in der modernen Variante, die uns sagt, stabilstmögliches Carbenium-Ion, ja, das stabilstmögliche Carbenium-Ion ist ja schließlich dieses, weil es ja hier ein Carbenium-Ion in Benzylposition hat, konjugiert zu diesem Aromaten. An der Stelle wäre das Carbenium-Ion nicht konjugiert und damit nicht mesomer stabilisiert. Noch ein Beispiel. Dieser Ether, jetzt mit HBr, ja auch mit Sicherheit tiefe Temperatur, 0 Grad Celsius oder noch tiefer, kleiner 0 Grad Celsius, liefert selektiv dieses Additionsprodukt. Warum ist das so? Die Protonierung hier auch bevorzugt endständig, weil dieses Carbenium-Ion wiederum mesomer stabilisiert ist. Mesomere Stabilisierung erfolgt über die freien Elektronenpaare durch die Konjugation mit freien Elektronenpaaren des Sauerstoffs. Nur ist das eine Gleichgewichtsreaktion. Nukleophil schmeißt auch das Bromid im Gleichgewicht eben wieder raus. Das sind hier recht empfindliche Verbindungen. Was käme als nächstes dran? Die Addition von Wasser nach analogem Mechanismus, Markovnikov-Addition von Wasser an Olefine. Da gibt es dann noch die Alternative der Oxymerkurierung und Demerkurierung. Da ist wiederum interessant, dass die über zyklische Zwischenstufen Dreiring mit einem positivierten Quecksilber laufen. Und dann werden wir sehen, dass bei der Addition von Brom und Chlor an Olefine auch solche zyklischen Kationen vorkommen. Bromonium-Kation, Chloronium-Kation. Das wird dann aber Thema der nächsten Stunde am Montag sein.